Wir mal an. Ich mach mal weiter. Guck mir weniger an. Hey. Gut, ja, dann mehr. Du darfst nicht so festdrücken vielleicht, ne? Geht's aus. Aus. Du musst mehr Gas ausgeben, sonst geht das aus. Mal ein bisschen auf den Kopf, wenn das dann so lang. Nee, zu spät, ist schon wieder aus. Ist schon wieder muss ja mal ein bisschen heißer werden. Mehr, wenn der heiß wird, ja. Okay. Ist das eigentlich drin noch angenehm, ne? Das waren jetzt also die ersten, leider ja unerfolgreichen Versuche, das Triebwerk zum Laufen zu bringen. Am Anfang war es so, dass tatsächlich der Kompressor direkt die Flamme mal ausgeblasen hat. Deswegen sind wir dann auf Elektromotoren umgestiegen, die man besser regeln konnte. Da hatten wir dann zwei Elektromotoren, die aber zu schwach waren, beziehungsweise das Netzteil zu schwach. Und wir haben festgestellt, wenn das Turbinenrad dann mal ein bisschen heißer geworden ist, dass dann das Turbinenrad an der Ummantelung bzw. an seinem Gehäuse angeschlagen hat. Deswegen haben wir dann nochmal 1,5 Zehntel Millimeter im Radius abgenommen von der Ummantelung und jetzt schleift da auch nichts mehr an. Beim letzten Versuch, jetzt auch mit dem stärkeren Elektromotor, ist dann das Turbinenrad auch nicht mehr angeschlagen am Gehäuse. Die Flamme ist aber wieder auch immer ausgeblasen worden, beziehungsweise ich glaube, das viel größere Problem ist, dass die Flamme gar nicht erst in die Brennkammer hineinkommt. Das ganze Triebwerk ist auch gar nicht richtig warm geworden, man hat nur hinten ein bisschen was merken können. Und zum Vergleich mit den vorherigen Versionen, also der dritten Version vom Triebwerk zum Beispiel, hatte man gar nicht das Gefühl, dass das die Flamme wirklich in die Brennkammer überschlägt. So, und dass man da die Flamme dann halten kann, auch gegen den stärkeren Luftstrom, Luftmassenstrom. Das heißt, was jetzt gemacht werden muss, ist, man muss überlegen, was kann man daran ändern, wie kann man die Flamme in die Brennkammer transportieren, dass sie sich auch dort hält.
Ich weiß nicht, ob da vielleicht eine Zündkerze oder eine Glühkerze die Lösung ist. Wenn ihr Ideen habt, lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten muss man da jetzt mal ein bisschen Recherche betreiben. Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden, was Vibrationen angeht oder so. Das heißt, auch wenn wir dann einfach mal ohne Flamme mit dem Elektromotor das Triebwerk richtig haben hochlaufen lassen, bis 10.000, 20.000 Umdrehungen, ist es immer noch für ein Triebwerk sehr wenig. Trotzdem konnten wir da keine größeren Vibrationen feststellen, was mich schon ein bisschen positiv stimmt. Natürlich kann es trotzdem auch sein, dass es neben diesem Problem, dass wir die Flamme nicht in die Brennkammer bekommen, noch andere Probleme gibt, wie dass das Gehäuse nicht richtig dicht ist. Das müssen wir jetzt aber alles nach und nach, diese Probleme, ja, identifizieren und dann gucken, was es dafür für Lösungen gibt.